Einen wunderschönen guten Tag beim Ranzdetektiv. Ich bekomme hier Nachrichten rein, es tut mir leid. Wie ihr vielleicht wisst, verfolge ich leidenschaftlich die gute Katja Krasewitze, vor allem auf Snapchat. Die hat jetzt leider angekündigt, dass sie keine sexy Snaps mehr dort veröffentlichen kann, was natürlich sehr schade ist. Als Beweis, dass das ihr nicht möglich ist, hat sie dies hier vorgezeigt. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Sie wollte das untermauern, dass das auch rechtens ist, was sie erzählt und nicht einfach wieder ihre minderjährigen Zuschauer verarscht. Hier steht, sie hat es auch so schön unterstrichen, sexuell explizit und promoten sexuell explizit bla bla bla, hat sie unterstrichen. 3 Sekunden wurde es nur eingeblendet, lustigerweise, keine Ahnung warum. Wenn wir das jetzt einfach uns mal genau durchlesen, dann steht da, Snapchat verbietet Accounts, dass bla 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 bla, um sexuellen Content zu verbreiten oder sexuellen Content zu promoten, der außerhalb von Snapchat stattfindet. Das verbietet Snapchat, steht da drin. Was sie aber jetzt im Folgenden macht. Kurz zusammengefasst, das, was ich auf Snapchat mache, ich zeige euch meinen Arsch, sieht immer aus, als wäre er naked, ich befriedige mich selbst und so weiter, das ist auf meinem öffentlichen Snapchat nicht mehr erlaubt. Ich behalte diesen Snapchat. So, das ist nicht mehr erlaubt. Deswegen macht sie jetzt Promo für Snap Centro. So. Snap Centro klingt natürlich erstmal, als wäre das mit Snapchat in irgendeiner Form verbandelt. Das steht da aber nicht. Da steht sogar, wir sind nicht Snapchat. Bla bla bla, alle Snapchat-Referenzen, das könnt ihr auch alles selber nachlesen. Snapchat sponsert oder unterstützt nicht Snap Centro. Das heißt, die haben nichts miteinander zu tun. Der Ranzkopf hat das also aufgedeckt, dass die Gute genau das macht, was sie ja eigentlich gar nicht machen darf. Komisch, oder? Moment, ich kann das noch einmal zeigen. Was sie nämlich macht, ist sexuellen Content außerhalb von Snapchat zu promoten. Allerdings sagt sie, auf ihrem Snapchat, Gänsefüßchen, geht das nicht mehr, deswegen hat sie jetzt ein privates Snapchat, was da heißt Snap Centro. Ein ganz toller Trick, den sie da angewendet hat. Hier sieht man auch ganz viele nette Ischen und in baldiger Bälde wird dann hier die Katja dabei sein. Toll, richtig toll.